Hey, willkommen zurück auf dem Channel. Schön, dass du wieder hier bist am Samstag. Bevor wir ins Video durchstarten, trag dich gerne für mein Online-Coaching ein. Das kannst du oben dort auf dem Infopunkt machen oder im ersten Link in der Beschreibung. Mein Online-Coaching ist gratis. Dort erhältst du noch mehr zusätzliche Flirt-Informationen, Informationen, die du hier auf YouTube oder im Podcast von mir nicht bekommst. Freue mich, dich da drüben zu sehen, und jetzt geht's los mit dem Video. Also, worum es heute geht, und ich habe dieses Thema ausgewählt, weil ich immer wieder von Männern Nachrichten bekomme, deswegen Coaching-Teilnehmer fragen mich immer wieder danach, und zwar dieses Thema, und ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wo es herkommt, ich kenne es aber auch von früher noch, dieses Thema, ein Gespräch sexualisieren zu müssen oder das Gefühl zu haben als Mann, du müsstest das Gespräch unbedingt sexualisieren. Du musst das Gespräch nicht sexualisieren, du kannst es sexualisieren. Ich glaube, das Missverständnis vieler Männer ist, dass sie glauben, wenn sie das Gespräch nicht sexualisieren, dann werden sie in der Freundschaftszone landen. Ich glaube, das ist das Missverständnis. Das ist aber nicht der Punkt. Ich mag an dieser Stelle gerne mal auf den Don John verweisen, der da sehr gute Sachen macht. Der Don John, der sortiert halt seine Frauen sehr stark danach aus, sind sie sexuell verfügbar oder sind sie nicht sexuell verfügbar. Das heißt, er sortiert sie sehr, sehr schnell danach aus. Wenn du meine Infields kennst, dann weißt du, ich gehe da ein bisschen softer vor. Mir geht es jetzt nicht darum, mit Frauen relativ schnell Sex zu haben und mit vielen, sondern ich suche auch spezifisch nach Frauen, mit denen ich die Connection habe für eine längere Sache. Das ist aber absolut Fokussache, je nachdem, was du halt möchtest. Und der macht das halt so, der sexualisiert das Gespräch tatsächlich absichtlich, aber nicht um Anziehung zu der Frau aufzubauen, sondern um zu schauen, ist es eine Frau, die generell Lust auf schnellen Sex hat, ist diese Frau für Sex generell verfügbar und offen. Und wie er das macht, das hat er mal in einem Video erklärt, er nähert sich der Frau halt, also er dringt ein bisschen in ihren körperlichen Raum ein, das heißt, normalerweise steht man zum Beispiel so weit voneinander entfernt, er geht ein bisschen näher, um zu schauen, wie reagiert sie auf meine Annäherungsversuche, ist sie generell offen dafür, wie reagiert sie darauf, wenn ich sexuelle Sachen sage, wenn ich sexuelle Kommentare mache. Und man kann diese Sachen machen, wenn man zum Beispiel eine Frau rausfiltern möchte und gucken will, okay, wie offen und wie bereit ist sie generell für Sex. Aber es ist nicht notwendig, das zu tun, um nicht in der Freundschaftszone zu landen. Natürlich solltest du generell in der Lage sein und das dann auch irgendwann tun, die Frau zu küssen und die nächsten Schritte mit der Frau einzuleiten. Und du kannst auch über Sex mit der Frau reden. Und da musst du auch nicht ewig mit warten. Absolut nicht. Was ich nur klarstellen möchte mit diesem Video, das ist ganz wichtig, ist, dass es nicht notwendig ist. Das ist das Problem vieler Männer. Viele Männer sind da draußen unterwegs und denken sich, scheiße, meine Gespräche funktionieren nicht, weil ich nicht sexuell genug bin. Das ist aber gar nicht der Punkt. Deine Gespräche werden nicht besser funktionieren, wenn du sexueller wirst. Du wirst wahrscheinlich dann noch ein paar mehr Frauen verlieren, weil du die aussortierst, die nicht sofort Bock auf diesen sexuellen Vibe haben oder denen das zu viel ist für den Anfang. Wenn du eine Frau kennenlernst, dann geht es meiner Meinung nach nur darum, dass sie sich erstmal in der ersten Zeit mit dir wohlfühlen kann. Vor allem, wenn du sie auf der Straße kennengelernt hast. Das gilt gar nicht mal unbedingt dafür, wenn du sie in einem Freundeskreis kennengelernt hast, dann ist es was anderes. In einem Freundeskreis bist du halt einfach, das ist ein ganz anderes Thema. Wenn ich jetzt, wenn eine Frau jetzt in einem, sie ist in ihrem Freundeskreis und dort lernt sie einen Typen kennen, der auch in diesem Freundeskreis ist, dann ist es natürlich klar, dass der Typ nicht ein Vergewaltiger ist oder irgendein Creep oder irgendein komischer Typ, weil er ist ja Teil dieses Freundeskreises. Du bist also dann schon voraussortiert. Wenn du aber eine Frau auf der Straße ansprichst, dann weiß sie halt nicht, wer du bist. Und dann ist es halt wichtig, dass die Frau sich mit dir wohlfühlen kann am Anfang. Dass die Frau einfach merkt, hey, das ist ein ganz normaler, cooler Mann. Und ja, mit dem kann ich mich einfach treffen, ohne dass jetzt, keine Ahnung, er mir dann wochenlang auf den Sack geht und mich ständig anruft. Oder ohne, dass er mich irgendwie für Sex missbrauchen will oder was auch immer. Was falsch ausgedrückt, das klingt so bescheuert. Für Sex missbrauchen, sondern für Sex benutzen will. Okay, missbrauchen, das ist das falsche Wort, streicht das an dieser Stelle. Für Sex benutzen will. Und wenn sie das halt spürt, dann kann sie sich bei dir entspannen und dann kann sie dich auch locker wiedersehen und dann kommt es auch einfach zum Sex, wenn du einfach ein cooler, entspannter Mann bist. Fertig. Du musst dazu nicht sexuell werden. Aber du solltest natürlich in der Lage sein, generell mal sexuell sein zu können. Das ist eine andere Sache, wenn du merkst, okay, ich traue mich überhaupt nicht mal, was Sexuelles zu sagen, ich traue mich überhaupt nicht, die Frau mal zu berühren, die Frau zu küssen, dann ist das ein Problem, klar. Aber wenn du generell in der Lage bist, die Frau zu küssen, wenn du generell keine Angst vor Sex hast oder davor, der Frau sexuell näher zu kommen, dann musst du nicht wie so ein Irrer die ganze Zeit versuchen, Körperkontakt aufzubauen oder versuchen, okay, wo im Gespräch kann ich die Frau jetzt berühren, wann passt das? Versteh mich nicht falsch, Körperkontakt aufzubauen, das kann dafür sorgen, dass die Frau sich erregter fühlt. Das sorgt dafür, dass man sich zu einem anderen Menschen mehr verbunden fühlt. Aber es ist nicht notwendig, das gleich im ersten Gespräch zu machen, auf der Straße, während du sie kennenlernst. Da kann das für viele Frauen einfach zu viel sein. Deswegen gerne, bau ein bisschen Körperkontakt beim Date auf. Wenn es irgendwie nicht passt, wenn es nicht dazu kommt, dann kommt es halt nicht dazu. Dann mach dich nicht fertig. Deswegen entspann dich, ja, ganz ruhig.
Damit meine ich nicht, dass du jetzt 5 Dates mit der Frau haben sollst und du berührst sie nie und küsst sie nie und denkst dir so, aha, beim 10. Date küsse ich sie aber. Wenn du so lange wartest, dann bist du natürlich in der Freundschaftszone, denn ja, innerhalb von 10 Treffen hat sich eine Beziehung halt festgelegt und wenn du bis dahin nicht irgendwas gemacht hast, um das Ganze auf eine sexuelle Ebene zu bringen, ja, dann ist es halt wahrscheinlich eine freundschaftliche Beziehung. Nur darfst du dir gerne diesen Stress rausnehmen, vor allem beim allerersten Kennenlernen, unbedingt sexueller sein zu müssen. Das ist nicht notwendig, um Erfolg mit Frauen zu haben. Das kannst du machen, um Frauen stärker nach Sex auszusortieren. Da musst du dir einfach mal überlegen, was du selbst willst, wo das dahin geht für dich, was dann deine Zielsetzung ist. Ich zum Beispiel habe keinen großen Spaß dran. Also ich habe keinen Bock. Ich bin auch kein Fan von One-Night-Stands. So. Ich mag das einfach nicht. Es macht mir keinen Spaß. Mit der Frau einfach nach Hause zu gehen und mit der Frau zu schlafen und dann am nächsten Tag gehe ich weg und sehe sie nie wieder. Warum habe ich mir dann den ganzen Aufstand gemacht? Dann brauche ich mir den Umstand doch gar nicht machen. Ich will halt Frauen treffen, mit denen ich mich geil verstehe, mit denen ich eine persönliche Connection habe, mit denen ich auch gerne Zeit verbringen würde, jetzt mal außerhalb des Schlafzimmers. Und mit diesen Frauen einfach mehr Zeit verbringen. Ob das dann eine feste Beziehung wird oder nicht, da kann man sich dann am nächsten Tag noch drüber unterhalten. Das ist jetzt nicht so relevant. Aber ja, das ist eben das, was ich suche. Kommt drauf an, was du suchst. Ja? Wenn du merkst, hey, ich will einfach wirklich viele, viele Frauen flachlegen und will schnell die Frauen flachlegen, die flachlegbar sind, dann solltest du deine Gespräche wahrscheinlich mehr sexualisieren, klar. Dann solltest du versuchen, da schneller voranzupreschen, um einfach die Frauen auszusortieren, die dabei nicht dabei sind. Ja, aber wenn du einfach wie die meisten Männer, die mir, glaube ich, zuschauen, die meisten Männer, die ich auch als Zielgruppe habe, so mehr auf diese langfristige Sache aus sind, also, keine Ahnung, eine Beziehung mit einer Frau, ein paar langfristige Affären mit einer Frau, mit Frauen, mit denen man sich gut versteht, dann kannst du dich wirklich entspannen und musst nicht wie so ein Irrer diese ganzen sexuellen Sachen da einbauen und dich vor allem stressen dabei. Und dadurch, dass du dich dabei stresst, wird wahrscheinlich dein Erfolg mit Frauen ganz weit nach unten gehen. Also immer, wenn du dich wegen irgendwas mega stresst, wenn du auf einem Date bist und du bist die ganze Zeit nur dich selbst am Beobachten oder am Schauen, hey, wann kann ich sexuell sein, wann kann ich Körperkontakt aufbauen, statt wirklich bei dem Date aufmerksam zu sein, dann ist das ein Nachteil. Und deswegen sage ich dir, mach dir da keinen Stress. Es ist keine Notwendigkeit, Körperkontakt aufzubauen, um Anziehung bei der Frau zu erzeugen. Die Anziehung ist entweder da oder sie ist nicht da. Und das hat viel mehr mit Dingen zu tun, die wir zum Beispiel im letzten Video besprochen haben, wo es um die Persönlichkeit und die Charakterebene geht. Das schau dir auf jeden Fall nochmal an. Da kannst du auch am Ende des Videos, kannst du da hinklicken. Genau, also wie gesagt, keine Notwendigkeit, mach es gerne, um Frauen sexuell auszusortieren, aber ansonsten, du musst nicht unbedingt deine Gespräche sexualisieren, um mehr Erfolg mit Frauen zu haben. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Dazu fällt mir eine kleine Sache, die ich dazu noch sagen will. Mach es gerne mal experimentell. Also wenn du ein Mann bist, der generell jetzt gerade mit der Sache anfängt, du kannst gerne mal experimentieren und schauen, was denn passiert, wenn du Gespräche mehr sexualisierst. Einfach nur als Experiment, um mal zu gucken, wie reagieren denn andere Menschen. Das ist interessant, das ist spannend, kann ich dir nur empfehlen, da wie so ein kleiner Forscher ranzugehen, um mal zu schauen, was passiert, wenn ich das mache. Das ist cool, dadurch lernst du sehr viel, aber wie gesagt, ansonsten ist es keine Notwendigkeit. Also, schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wie gesagt, oben geht's zum letzten Video. Schau es dir auf jeden Fall an. Super, super wertvolles Video. Da kannst du dich nochmal zum Online-Coaching gratis eintragen. Kriegst ganz viel gratis Material von mir. Und dort unten kannst du den Channel abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Klick auch auf jeden Fall auf die Glocke, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Das weißt du ja. Am Sonntag ist eine neue Podcast-Folge von mir draußen. Wenn du den noch nicht kennst, schau auch gerne vorbei. Link ist der zweite Link in der Beschreibung. Schön, dass du dabei warst. Bis Donnerstag. Ciao.